Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo. Es geht in diesem Fall um eine Falldokumentation und es geht erneut um einen Fall, der sich mit dem 3D-Vektor-EKG beschäftigt. Und wir haben hier eine ältere Person ohne Beschwerden, die wir im Rahmen der Vorsorge untersucht haben. Und die Untersuchung war hochauffällig und die nachfolgenden Stufendiagnostiken haben das bis zum letzten Punkt bestätigt. Es war halt nur so schlimm, dass man außer einer medikamentösen Therapie dann doch nichts gemacht hat, zumal ja auch keine Beschwerden bestehen. Aber es ist ganz spannend, um zu erkennen, was kann man eigentlich mit dieser 3D-Vektor-EKG-Untersuchung und Unterstützung mithilfe der künstlichen Intelligenz, auch als AI, Artificial Intelligence bezeichnet, sehen. Und ja, ich möchte Sie einfach informieren, dass es da etwas gibt, nach dem man suchen kann. Bleiben Sie dran, ich finde es spannend. Ja, der Grund dessen war eigentlich, es war eine Routineuntersuchung. Meine Frau und ich, wir waren hier zur Untersuchung, Blutuntersuchung, Routineuntersuchung. Und dann ist der Doktor mal darauf hingewiesen, dass wir, hat in Unterlagen geguckt, dass wir lange kein EKG gemacht haben und hat gesagt, das wäre jetzt mal wieder dran, ein EKG zu machen. So, und es hat uns überzeugt, haben gesagt, gut, dann machen wir mal 3D, machen wir mal, so wie wir in unserem Alter sind, den neumodischen Kram mal mit. Dieses war ganz neu, ich hatte keine Beschwerden, aber aufgrund dieses EKG-Befundes, was hier Dr. Wiechert gemacht hat, war erkennbar, dass eine Belastung im Herzen vorliegen muss. Ich hatte vorher überhaupt keine Beschwerden. Gut, ich mache keinen Leistungssport, aber den normalen sportlichen Tätigkeiten bin sehr aktiv. Überhaupt keine Beschwerden, dass ich mich wunderte, dass eine Belastung da ist. Aber der Doktor hat mir das gezeigt anhand der Ergebnisse. Das war überzeugend, weil das Ergebnis von meiner Frau da war und meins. Und an diesen beiden Vergleichsergebnissen konnte der Doktor erklären und sagen, hier, Frau Egert, bei Ihnen ist das in Ordnung, das ist altersgemäß, bisschen verschoben so, ich glaube Schenkelblock oder wie das so hieß. Und bei mir hier, Herr Egert, bei Ihnen ist es gravierender, da müssen Sie mal ran. Und dann hat er die Diagnose gestellt und dann die Überweisung gemacht, mal für eine Untersuchung, am besten Herzkatheteruntersuchung, eventuell mit vorgeschalteter CT-Untersuchung. Dann sind wir zum Kardiologen, beziehungsweise gleich links der Weser in dem Bereich, haben da die Eingangsuntersuchung gemacht. Und in der Eingangsuntersuchung hat der Kardiologe gesagt, also von Herzkatheteruntersuchung sind wir weit entfernt. Da ist zwar was, ist eine Belastung, aber nicht so gravierend, dass wir da gleich rangehen. Sagt aber in solchen Fällen, wenn eine Diagnose vorsteht, ein Verdacht da ist, gehen wir ran und machen zuerst eine Langzeit-Blutdruckmessaktion. So, und dann habe ich eine Woche später das Blutdruckmessgerät gekriegt, da wurde das gemessen, waren keine Auffälligkeiten, waren ein bisschen erhöht, die Werte. Und er sagt, und wir machen dann ein Stress-Echo. Dann wird unter einer Belastung, so auf so einem Trimmdichtrad, wird dann mit Ultraschall das Herz beobachtet. Und die haben mir dann erklärt, dass bei diesen Untersuchungen man sehen kann, ob der Herzmuskel genügend versorgt wird mit Sauerstoff und mit Blut, um die Funktion zu machen. Und dann können Sie schon daraus schließen, ob da eine gravierende Störung vorliegt. So, das habe ich auch mitgemacht. Das Ergebnis auch, ja, es ist was zu sehen, aber nicht so gravierend, dass wir jetzt gleich einen Herzkatheter weitermachen sollten. Aber wir empfehlen in solchen Situationen immer, um das zu bestätigen, dass auch nichts vorliegt, dass dann eine CT-Untersuchung gemacht wird. So, und bei der CT-Untersuchung, da wird das Herz ja, ich sag mal mit meinen Worten, so sichtbar gemacht. Ich weiß nicht, durch welche Methode das ist. Und an dem Bild, was Sie denn mitgegeben haben, konnte man deutlich sehen, wie das Herz ist, wie da die einzelnen Arterien laufen und man konnte deutlich die Ablagerung sehen. So, und daraufhin hat die Ärztin in der Nachbesprechung gesagt, so unter diesem Bild, was da ist,
Wir können das nur von außen sehen, aber wie stark die Verkalkung jetzt ist, wie eng das ist, das kann man jetzt nur mit einer Herzkatheteruntersuchung machen. So. Und von dieser Herzkatheteruntersuchung habe ich gleich zugestimmt. Und wie das so war, ich weiß nicht warum, dann war ein Termin frei in einer Woche. Und bei der wurde festgestellt, dass eine gleichmäßige Belastung, Verengung da liegt in den Hauptarterien, die da sind, die jetzt von außen sehr, sehr stark sichtbar waren, sind es ungefähr um die 50% Verengung und in einer Nebenarterie sogar bis zu 70. Und es wurde festgestellt, dass auch die Adern sehr starr schon sind, also nicht mehr so flexibel sind. So, das ist das Ergebnis, nicht besorgniserregend. Es brauchte kein Stent gesetzt werden oder kein Ballon gesetzt werden. Das ist das Ergebnis, was ich da hatte. Und man hat sich wegen der hohen Gefäßsteifigkeit aller Herzkranzgefäße dazu entschlossen, hier nur mit einer leichten Blutdruckmedikation und der Acetylsalicylsäure zur Hemmung der Thrombozytenaggregation zu therapieren und den Patienten ob seines grundsätzlichen Problems zu sensibilisieren und ihn eigentlich mit Freude das Leben so weiterführen zu lassen wie bisher, wo er ja auch beschwerdefrei war. Denn es hätte keinen Sinn gemacht, dieses komplett starr gewordene Gefäßsystem irgendwo aufzudehnen oder mit einem Bypass zu versorgen, weil das Risiko einer solchen Maßnahme größer wäre als der Benefit, den er davon haben würde. Nichtsdestotrotz hätten wir diese Herz-Kranzgefäß-Verengung mit einem 2D-Vektor-EKG, also dem klassischen EKG, nicht gesehen. Und Sie haben ja auch gehört, die klassischen Methoden, die Sie beim Kardiologen normalerweise anwenden, nicht gesehen. Und insofern haben wir mit diesem 3D-Vektor-EKG ein deutlich sensibleres diagnostisches Instrument an der Hand, mit dem wir Hinweise mit einer hohen Treffsicherheit für Herz-Kranzgefäß-Verengungen sehen oder auch für andere Veränderungen am Herzen sehen, wenn sich zum Beispiel die Achsen der Erregungsausbreitung verändern, was wir mit einem 2D-Vektor-EKG nicht haben. Und hätten wir die Zeit zurückgedreht, also nicht beim über 70-Jährigen, sondern vielleicht beim 40- oder 50-jährigen Patienten diese Untersuchung gemacht, hätten wir auch schon zu einem Zeitpunkt, wo es nicht zu einer kompletten Gefäßsteifigkeit gekommen ist, eine solche Erkenntnis gehabt und hätten therapeutisch in Bezug der Optimierung des kardiovaskulären Laborprofils und der damit zusammengehörigen Maßnahmen wie bestimmten vielleicht Ergänzungen oder Ernährungsumstellungen und Lifestyle-Hinweisen und Sportaktivitäten Einfluss nehmen können und hätten, in diesem Fall ist es ja gut gelaufen, aber hätten diesen Verlauf der Starre vielleicht abwenden können und hätten in anderen Fällen, wo vielleicht punktuelle Verengungen sind, die auch einen Herzinfarkt als Konsequenz nach sich ziehen könnten, mit einer so einfachen Methode wie einer Herzstrommessung als Eingangsdiagnose aufdecken können. Nicht nur bei Beschwerden, sondern auch so in einem gewissen Rhythmus. Ich weiß nicht, ob jetzt 2 oder 3 Jahre angemessen sind, das muss ja der Doktor jeweils sagen, man dann auch einfach diese empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen durchführt. Und dieses, dass es das Mittel gibt, dass es nicht nur ein EKG gibt, sondern ein dreidimensionales EKG, das hat mich eben in dieser Situation völlig überzeugt.